ja, eigentlich immer scheiße. Das kann man wohl sagen. Also lieben gern wäre ich heute wieder als Sieger vom Platz gegangen. Gerade vor so einer Kulisse gegen den Gastgeber. Da möchte man natürlich gerne die Halle ganz, ganz leise werden lassen. Ja, zweite Halbzeit hatten wir die Chance, das Spiel irgendwie nochmal zu drehen. Da haben uns dann die glücklichen Momente so ein bisschen gefehlt. Haben aber nicht aufgesteckt, das auf jeden Fall. Aber letztlich natürlich, ja, fehlen uns die 2 Punkte heute. Oh, ich bin ein bisschen enttäuscht. Es ist klar, nach einem verlorenen Spiel ist man halt nicht zufrieden. Das liegt in der Natur der Sache. Ich finde, dass wir heute als Mannschaft wirklich gut gekämpft haben und dass wir auch eigentlich einen recht kühlen Kopf behalten haben in dieser Atmosphäre. Also ein ganz großes Kompliment an Montenegro und die ganzen Fans. Das war eines der Spiele, sowas erlebt man nicht so oft. Und das ist wahnsinnig schön und das macht mir jetzt noch Gänsehaut. Aber trotzdem ist es natürlich schade, dass wir den Kampf verloren haben. Wir haben einen wirklich wahnsinnigen Fight geliefert. Das ist nicht so einfach hier in der Atmosphäre da dagegen zu halten. Und das haben wir als Team sehr, sehr gut hinbekommen. Ich glaube, ausschlaggebend ist dann einfach, dass wir, wenn wir keine Tempotore machen, dann halt einfach sehr, sehr viel investieren mussten, um ein Tor zu machen. Haben da viele Angriffe lang ausspielen müssen und in dem Bereich war uns, glaube ich, Montenegro einen Schritt voraus, Kleingruppenlösungen zu finden, individuelle Akzente dann mit einer gewissen Ruhe dann auch die Entscheidung zu treffen. Da sind sie einfach sehr abgezockt und das haben sie heute in der Atmosphäre natürlich hervorragend gemacht. Für die Schiedsrichter ist es auch nicht ganz so leicht oder auch nicht alltäglich vor so einer Kulisse zu spielen. Für uns natürlich auch nicht, wobei ich finde, dass wir eigentlich das Spiel übers geschafft haben, cool zu bleiben, größtenteils versucht haben, ruhig zu überlegen, was das nächste Richtige ist. Ich glaube, dass wir die meisten Probleme letztlich in der Abwehr hatten, dass wir da ein paar Aktionen zu viele hatten, wo wir nicht bis zum Ende aufmerksam genug geblieben sind und vielleicht im Angriff in der ersten Halbzeit ein bisschen gebraucht haben, um gegen die Abwehr zurechtzukommen. Ich glaube, wir haben heute in der Deckung nicht so zwingend gestanden, wie wir uns das vorgenommen haben. Und dadurch haben wir es auch einfach schwerer gehabt, ins Tempospiel zu kommen. Und dann eben mussten uns jedes Mal im Angriff da versuchen durchzutanken. Das kostet sehr viel Kraft. Und wie gesagt, ich denke, dass heute so die Abwehr ein bisschen der Knackpunkt war, dass wir einfach nicht so zwingend waren.